Einmal mehr Blauspur beim Nostalgie-Skirennen am Pizol. Pizol-Häsli sind auch dabei, aber ihr seht es noch, also ganz im Griff haben sie es denn nicht mit dieser Nostalgie. Sie sind eher ein bisschen moderne Häsli, habe ich das Gefühl. Bei dieser 13. Austragung vom Nostalgie-Skirennen hat es am Morgen auch noch einen Distanzlauf gegeben, von Laufböden oben runter. Der ist, glaube ich, zünftig in die Waden gegangen. Ja, das Ganze mit diesen alten Latten, mit diesen Monturen, mit diesen Kabelzugbindungen, Telemark, fast oben und allem drum und dran, was einem fast verputzt verlachen, wenn man oben ist. Das alles hat im Jahr 2006 angefangen. Damals war der Skiclub Adragaz 100-jährig. Schnell ist dann der Skiclub Valenz dazugekommen. Und eben seitdem geht es jetzt weiter mit diesen alten Monturen, mit viel, viel Plausch. Es ist immer erstaunlich, mit welchen Utensilien hier die Leute aufwarten. Kinder, Frauen, Männer, mit welchem Skimaterial sie sich hier trauen, auf die Piste zu gehen. So, wie ist es gelaufen oben? Super schön. Schön gesteckter Lauf. Schnell unterwegs. Sehr gestummen. Einfach schön gewesen. Temperatur hat gestummen. Der Ski hat mitgemacht. Hoi, 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 hoi. Tipptopp. Kein Wadenspann? Nein, nichts. Du hast das letzte Jahr schon mitgemacht, gell? Ja, genau. Dort hat es geregnet, jetzt war schön Wetter. Jetzt sind wir auf dem Laufboden oben. Ist es schwierig gewesen? Also, ich bin nicht gefahren, aber ich glaube, es war schon recht schwierig gewesen. Du, was ist jetzt der Unterschied? Hast du jetzt mit diesen Ski hier im Vergleich zu den anderen? Ist schon schwierig, gell, mit denen? Ja, es ist schon schwierig. Es ist einfach ein Unterschied. Die anderen sind fix, also kannst du kaufen, und die anderen sind einfach viel lockerer. Übst du denn aber noch? Nein. Nicht wirklich, gell? Ja, ja. Aber bis letztes Jahr bist du ja hervorragend gefahren. Also irgendwie, du bist da anscheinend ein Genie, was das betrifft, hä? Ja, kann man schon so etwas sagen. Du lässt kein einziges Mal aus, gell? Nein. Nein, er wird alles hier, er wird voll in die Pulle hier. Und weißt du, es tut es nicht? Ski wird nicht mehr länger. Schon? Ja. Du bist ja frech gekommen hier. Heilige Seele. Was hast du jetzt, 2,50 oder 2,40? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe es auch noch nicht gemessen. Auf jeden Fall, hure lang. Bist du oben runtergefahren, Laufböden? Ja, ja, selbst schon. Ein Wadenspanner jetzt? Ja, selbst ist nur der Vorname. Plausch, das ist das Wichtigste. Und wenn ihr jetzt motiviert seid, um hier auch mitzumachen, dann könnt ihr euch locker anmelden. Da gibt es hundertprozentig sicher das nächste Jahr auch wieder im März 2019. Ja, wenn ihr dabei seid, also dann, überlegt es euch. So, wie ist es dir gelaufen? Ja, gut, voll gut. Ein bisschen verwechselt hatte ich. Ja, eben noch das alte Silberwachs, aber das ist heute nicht so gelaufen. Es war ein bisschen zu kalt. Aber vielleicht ist es gar nicht schlecht. Es ist eben das hier. Ja, was ist? Das ist noch 60 Grad. Oi, 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 der Doko. Oi, oi, original. Oi. Aber das ist mehr für die wärmeren Temperaturen. Ja, und dann, für heute Nachmittag ist es gut. Ja. Dann bist du hier oben fast schon gesteckt, oder? Ja, ja, vielleicht eben in der Fläche 2-3 Zentel verloren. Gell? Und so oben wie ein Dampfschiff. Ja, wunderbar. Ja, ja. Herrliche Verhältnisse. Aber ehrlich gesagt, ein Krampf ist es schon, gell? Ja, man wird halt müde. Ja. Weil es rattert und man ist sich nicht mehr gewöhnt, so zu fahren. Ja, oder? Und gefährlich ist es nicht, weißt du, wenn sie auf die Schnarre halten? Ja, man fährt ja nicht so schnell. Ja, ist schon, die Ski bleiben natürlich dran, die gehen nicht weg. Oder? Eben, gell? Das sind 22 Meter lange Ski und da musst du schon ein bisschen schauen. Ja. Da. Jetzt, auf jetzt weg, du noch mit denen unterwegs. He? Ja, würde ich fast sagen, ja. Ist gut gegangen? Doch. Ja, doch, tipptopp. Es hat mich zwar einmal auf die Schnitz genommen, aber das gehört dazu. Ist nicht gefährlich, wenn du in dieser Bindung hast, überhaupt nicht raus, nicht, gell? Nein, nein, das hebt schön. Du darfst halt nicht zu wild fahren. Übst du einmal unter dem Jahr? Oder? Nein, nie. Nicht, he? Einfach einmal drauf und los geht's. He? Genau, ja. Super. Hast du müssen mitmachen? Ja, freiwillig. Freiwillig? Ja, freiwillig. Ja, woher kommst denn du? Von der Schweiz. Echt? Habe ich wieder Deutsch getan? Ja, nein, ich dachte, das ist echt der Weg der Kappa, habe ich gedacht. Aha, nein, nein. Ist das echt Schweizer Tönü? Also, ist eine Polarexpedition-Jacke. Eben, gell? Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, um da mitzumachen? Ich habe schon ein paar Mal mitgemacht und es macht Spass. Das ist cool. Ich weiß, was ich da gucke. Ich bin da. 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 Ich bin da
Du hörst gerne da hinten, hier singt der Take Me Home, hä? Hast du das Gefühl, du bist wieder home? Jedes Mal wie ein Stumpen filmen, wenn ich da vorbeifahre. Aber du bist richtig. Ich komme sicher wieder home, ja. Aber du bist richtig angefressen, gell? Ja, das macht auch einen hohen Spass. Muss man mal schauen, es lachen alle. Ja, gell? Richtige, zufriedene Sache. Aber ehrlich. Kein Kids, nichts. Aber am meisten lachen, zum Sein auf die Schnorren halt, gell? Ja, haut doch keinen auf die Schnorren, da gibt's doch gerne. Eben, gell, das gibt's gerne. Meistens nicht. Du, ich glaube, du wartest auf eine Frau, hä? Oder hier? Von Frau? Ja. Gell? Zu wenig rum. Gell? Na ja. Die haben irgendwie Schiss da mit diesen alten Dingern, hä? Wir sind zu alt, dann lieber Jüngere. Ja, du hast ja du da für eine Bellerine an. Das ist noch. Made in Austria. Ist das? Ja, da ein kleiner Kerl in Schranz. Jawohl, ja, jawohl. Toni Seiler. Ah, so. Hoi, 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 hoi. Jetzt aber. Ja. Was hast du gesagt? Das ist eine kleine Geschichte zu diesen Helmen. Also Willi Forrer, Schörsche Grünenfelder, Rupptuni sind in den 60er Jahren mit diesen Helmen noch die Abfahrten gefahren. Berlielabfahrt, Montalunenabfahrt und auch Toni Seiler, Karl Schranz, das sind noch die legendären Abfahrtshelme aus den 60er Jahren. Du, wenn man so ein Jahr hat, hä? Da ist man doch legendär unterwegs. Dann, dann ist man schnell unterwegs. Ja. Mit nur wem? Kopf oben schon. Ja. Wer passt der Beste? Der Seiler oder der Fahrer oder wer? Ja, schon der Toni Seiler ist schon noch ein bisschen länger voraus. Ja, ja, aber der Willi Forrer will raus. Ja, schon hä? Gut, aber er hat halt Schauspieler ist im Seiler nicht ganz mögen kommen. Hey! Hey! Hey, wieder da, wie ist ja, der gelaufen? Alle Jahre wieder, ja, nicht so gut bis jetzt. Was war es? Ja, es war recht streng. Bist du auf die Schnelligkeit? Zu wenig trainiert, nein, eben nicht, aber... Wetterspannung gehabt? Ja, genau. Das kann ich mal auf die Böden, gell? Ja, das war jetzt halt einfach so. Gewesen. Aber jetzt aber mach ich nichts. Aber Zeitraum, jetzt alles, oder? Ja, jetzt schauen wir. Nächster Lauf, geht's weiter. Super. Übst du das auch mal noch? Nein, ha. Nein, gerne nicht. Wenn. Jetzt könnt ihr dort ein bisschen hier vorne abknäulen. Dann könnt ihr noch ein bisschen zusammenrücken. Dame. Genau. Ja. Hast du alle drauf? Jetzt kommt's. Ha? Hast du überhaupt einen Stuhl? Du bist ein hoher Vogel. Hast du einen Stuhl mit dem Wadenspanner? Alle Weile rum. Du hast sicher einen Wadenspanner vom Fahren. Hä? Ein sicherer Wadenspanner. Gehst du hier ein bisschen zurück, bitte? Jetzt. Ja, jetzt kommt es dann. Schaut einmal hier wieder genau. Hey! Nein, stopp! Oh! Tschüss! Tschüss! Warte, gell? Warte noch ein bisschen. Das soll ja ein Erlebnis sein, oder? Trostlos. Hast du drauf? Jawohl, alles drauf. Hast du auch drauf? Ja, ja. Also ich habe das Gefühl, im ersten Lauf bist du wenig schnell gefahren. Du machst das Seko wie verrückt, oder? Ja, ja, wie verrückt. Es ist halt wirklich zum Teil auch ja, sehr geschwinde, viel sehr geschwinde. Eben, es hat ja der Ertig, wenn wir eine Pause machen dazwischen, ob kaputte Ski oder Krampf. Aber ich glaube, es war gut. Und jetzt starten wir zu dem Lauf, gehen nochmal alles. Das Ganze wird noch zusammengezählt in Prozent. Das heisst nicht in Sekunden, wenn man hier 5 Sekunden verloren hat im ersten Lauf, heisst nicht, dass man hier da 5 geschwinder sein muss. Sondern es wird prozentual dann zusammengerechnet. Also, wir starten zuerst mit den Kindern. Also das heisst, ihr eröffnet das Rennen. Ich gehe zuerst runter, mache eine kurze Pause, mache mich bereit, damit ich von jedem, möglichst von jedem ein Bild machen kann. Dann starten wir mit den Kindern. Telemark, Kabelzug und Kunststoff am Schluss. Ungefähr so. Wenn irgendeiner früh muss heim, soll er sagen, dann kann er geschwind dahin. Und sonst sind wir flexibel. He? Also, machen wir euch bereit. Wir fangen in 15 Minuten an. Bist du dafür sitzen? Nein. Und du? Ja. Du warst das letzte Mal ganz gut gewesen, gell? Also das heisst, du musst jetzt den Sieg verteidigen, hä? Ja.
im Lift unten, aber er kommt. Du hättest müssen gehen hier? Wer hätte müssen gehen? Das ist ja Meitli, ist ja Meitli. Hat sie müssen gehen? Nein, sie geht gerne. Sie brüllt, dass sie nicht können, ihre Ski, die Alten, mitnehmen. Oh, wow, wieso? Die Schuhe sind zu gross, die Füße sind zu fest gewachsen. Oh, oh. Aber sie kann von ihrer Ski nicht. Oder ja, aber also die Scheisse ist also wohl alt genug, oder nicht? Meinst du? Ja, aber mit den anderen würde sie noch besser fahren. Was hast du bei deiner Ansprache gesagt, jemand muss eine Pause machen und hast auf deine Schwester geschaut? Ja. Ja, meine Schwester. Ja, meine Schwester, die hat gerne gut gehabt, die hat einen Krampf bekommen. Jetzt müssen wir Pause machen. Hast du es extra gemacht, den Distanzlauf vom Laufbeten an? Ja, natürlich, ja. Komplizierte Geschichte. Und du selber hast keinen Wadenspanner? Nein, nein. Hey, nein, nein. Du übst das halt. Ja, ja, sicher, alle Tage, alle Wochen, zweimal. Gut, wie läuft es damals? Letztes Mal bist du doch super gewesen. Ja, letztes Mal bin ich super gewesen. Also vor letztes Mal. Letztes Mal bin ich nicht da gewesen. Oh, und jetzt damals? Damals habe ich schon mal einen Sturz in die Tiefschnee gemacht und jetzt schauen wir, wie der zweite Lauf wird. Unglaublich. Aber ich bin zuversichtlich. Also meine Wede Hoffnung, also da, die Schwester vom Chef und du, genau. Die einen bleibt schon und du einen Sturz, das sind ja völlig neue Umstände. Andere Umstände? Ja. Du, die anderen müssen es sehr besser machen. Eigen Basteln. Gerne, nicht einfach, gell? Nein. Wo musst du es heute noch fest machen? Ob's... Ja, ich weiß auch nicht. Das hebt irgendwie nicht mehr recht. Oh, oh. Wo machen wir einen Knopf? Ja, besser ist. Aber weißt du, wenn wir jetzt auf die Schnarre geht, ist es besser, es hebt nicht speziell gut, oder? Also, ich glaube nicht, dass der Maurus auf die Schnarre geht. Nicht. Was meinst du? Oh. Nein. Nicht? Nein. Ja, Moment, Michelle. Hast du geübt hier? Ja. Heiter, fahren wir mal. Aber wie ist es zum Fahren mit diesen Ski? Gut. Aber rutscht man nicht wie verrückt? Nein. Nicht? Du hast noch Mut. Du. Jetzt musst du zuerst auf die Piste. Ja. Aber Mama ist was, gell? Ja. Der Fuss ist auch da. Mit dem Ski. Und sind sie überall gleich? Berge. Sind sie noch gleich lang? Sie sind noch gleich lang, ja. Bist du auch angefahren, Laufböden? Ja, bin ich gefahren. Und streng gewesen, gell? Ja, aber mega schön. Mega schön. Ein Erlebnis war es. Gell, ist das schon schön hier, ja. Nicht? Wohl, ich habe es genossen. Vor allem, wenn das Wetter so stimmt. Jetzt hat es ja noch geregnet, gell? Ja, ja, ist viel besser so. Aber die Luft ist ein bisschen kalt. Genau. Das zieht man unter den Rock. Oh! Oh, zeig mal, wie es sich da. Ja, gut, also, ja, das stimmt. Eben, also, da merkt man, gell? Das merkt man schon, ja. Ja, ja, ist schon wirklich kälter denn, ja? Ja, sicher, ja. Du, warum machst du das überhaupt? Kann man schon ein paar Mal fragen. Ja, weil es einfach schön ist. Es ist einfach schön. Ich bin eine wie früher. Ja, aber früher, du in deinem Alter, bist du ja nie wirklich mit solchen Ski gefahren. Nein, selbst nicht. Ja. Aber ich finde das so schön. Das ist cool. Du hättest dir gesagt, du müsstest kommen. Du bist freiwillig gekommen. Liebe Frau. Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Aber es ist schon ein Wagnis, gell? Du stehst auch nicht jeden Tag in so Ski rein, ja. Oh, hast du es im Griff? Geht's? Sie ist nicht drin. Ja, ja, ja. Okay, raus. Bitte. Oi. Aber jetzt bist du drin, nicht, dass da noch etwas Gefährliches passiert. Jetzt hebst du. Gemischte Gefühl da, gell, wenn man da auf dem unterwegs ist. Ja. Bist du oben aber auch gefahren, an Laufböden? Ja. Streng gewesen? Ist gegangen? Ja, super, dann hast du sie im Griff. Warum bist du da? Weil ich ein Wähler. Bist du angefressen von diesen alten Ski? Nein. Was suchst du sonst einmal? Neben oder Schiene? Schiene. Und du, was machst du? Sonst Neben oder Schiene? Ha? Tust du das Neben oder Skifahren sonst? Schiene. Okay. Ist aber schon etwas anders, gell, mit denen? Ja. Was aber nicht viel. Nicht? Okay. Die Schiene gleich lang? Immer noch gleich lang. Bist du selbst sicher? Ganz sicher. Wahnsinnig. Und gell, du kommst schon einfach daher und üben, das ist nicht grossartig. Nein. Entweder du kannst oder du kannst nicht. Bist du Laufbäder nachher auch? Was? Laufbäder? Ja, bin ich auch, ja. Kein Wadenspanner, nichts? Nein, nichts. Aber du als Gewaffe bist ja vor allem bei den Händen gut. Wie trainierst du die Waden? Ja, mit Skifahren. Aha. Du, jetzt auch mal eine Frage. Weißt du, wenn ich das so anschaue, unten da die Bindungen. Du hast schon Erfahrung. Ist das nicht gefährlich? Weißt du, wenn es mal so richtig glitzt? Nein.
So schnell bist du auch wieder nicht, dass sie weiss nicht was. Oder? Aha, gut, okay. Teilnehmer vom Nostalgie-Skirennen, bitte finden euch langsam am Start ein. Wir würden sehr gerne starten, bevor uns der Schnee unter den Füßen fortschmilzt. Gut, dann passt es perfekt. Ja. Da müssen wir daran denken, dass wir immer zweimal irgendwie drin sind. Du, noch kurz vor dem Start mal fragen, was hast du denn im Rucksack drin? Ja, diverses. Was? Das verholt erst nachher. Dann. Jetzt bist du langsam nervös, gell? Nein. Mal, hast du einen Abrutscher geschickt? Hä? Du hast einen Abrutscher geschickt. Das ist einfach gegangen. Aha. Das ist einfach gegangen. Aber ist schon gut. Nein, ich bin nicht nervös. Nein. Aha. Nein, jetzt fahre ich schon zu viel Mal hier, aber irgendwann bist du nicht mehr so nervös. Was habe ich gehört? Ski wechseln während dem Fahren, oder was? Nein, nach dem Fahren. Nach dem Fahren? Dann sehen wir, weil mit welchen es schneller ist. Mit den alten oder mit den ganzen? Oh, es geht los! Und Teilnehmer, der zweite Lauf vom Rennen 2018 wird eröffnet mit der Nummer 61. In 3, 2, 1, go! Du, er hat es voll gepackt. Hat es gepackt, gell? Ja. Sieht du, gut aus. Aber hinten, was heisst der Kaschi? Weißt du das? Das ist eine gute Frage. Das haben wir heute etwa vor einer halben Stunde im Verlauf gefragt. Aber wir müssen die Frage mal jemandem stellen, der mehr involviert ist in das Ganze. Weißt du, wie wir es hinten fehlt noch SCH? Könnte auch noch sein. Oder es ist irgendetwas eine uralte Marke von irgendwelchen Skisportutensilien. Aber weißt du, mit Haschisch? Nein, Haschisch, glaube ich. Weißt du nicht? Also, das haben wir jetzt hier oben noch nicht gesehen. Oder hast du mich? Ja, selbst wer weiß. Okay. Hey Häsli, was steckt da hinten? Klaus! Ist der Klaus? Ist der Nussbaumer? Ist einer, der bei Zoll angestellt ist? Haben sie dich zugemietet? Ja, hallo! Wer ist denn hinten? Marketingman? Ja, siehst du. Kommst du vorne wie ein Appenzeller? Die sagen auch nichts. Aha! Prost, hä? Du, wer wissen wir nicht, aber ein Mensch ist es, gell? Hä? Ein Mensch ist es. Ein Mensch ist es. Ist es vielleicht ist auch nicht. Wir sind wirklich nicht so ganz sicher. Ja. Weißt du, es würde aber schon passen, schon bald Ostern. Ich habe das Gefühl, der Osterhase ist ein bisschen vorzeitig schon unterwegs. Das ist durchaus möglich. Ja. Oder wenn es dann auch noch Eier auf der Piste hätte, dann ist es dann vielleicht das gewesen. Hä? Oi. Ja, Eier braucht es, um hier runterzufahren, gell? Einseitig. Du, warum hast du so ein spezielles Steck da? Ja, du, normales Zeug. Mit Spezielles, oder? Hast du es selber gemacht? Nein, die sind so gewesen. Und jetzt zum Fahren? Ja, kannst du mit zwei oder mit einem fahren, oder? Kannst du es auseinandernehmen, gell? Ja. Also, Pizzolhäsli, du fährst in 3, 2, 1, go! Und dann ist Schlag auf Schlag gegangen. Auf jeden Fall eine super Organisation, natürlich mit modernsten Hilfsmitteln, aber über das Material, das ist alt. Ganz überraschend, wie viele Kinder das hier immer noch mitmachen. Bei den Kindern immerhin 5 rangiert, dann Holz-Ski-Telemark,
4, dann Holzschikabel, Zugbindung, Dame, das sind 12 Rangier gsi. Und aufgrund von dieser Rangliste ist mir jetzt auch klar, Spitzol häslische Häsin gsi. Also das wird es da draussen mal klar ersichtlich. Es wird auch klar ersichtlich, dass das Häsli fast doppelt so lange gebraucht hat, wie die zweitletzte, die da rangiert gsi ist. Also die Häsli, die müssen mit modernen Hilfsmitteln noch einiges lernen. Es ist mir klar, das Häsli ist eine Snöberin, darum ist ja auf diesem Snowboard dort oben runtergefahren oder dort ein paar Dial, eben bis pro Boden, bis zum Start haben. Aber auf den alten Latte, wo sie noch ausgelehnt hat, ja gut, also da müsste sie einiges noch üben. Da kann man aber. Es gibt ja dann im 2019 sicher wieder eine Möglichkeit. Ja, schaut euch die Rangliste einfach mal an in diesen verschiedenen Kategorien. Es ist wirklich sehr, sehr interessant und blaues Spur. Spezialschuhe, gell, für einen guten Halt. He? Ja, also es geht gar nicht. Aber nicht für Doppelbindung, oder was? Ja, nicht Doppelbindung. Nein, das ist ein Armeeschuh, genagelt. Hoi, hoi, hoi. Das ist nie. Also die Deutschen klar gesagt, null Halt. He? Null Halt. Du kannst auch mit den Sandalen fahren. Hör schon. Zwei. Gell? Geht nichts über gute Kollegen. Ja, gell. Ein Huren geht's da. Moment. Gut. 16 startet in 3, 2, 1, go! Go! Das erste Rechtsbögel hier und dann das zweite Linksbögel in der Schräglage. Die ersten beiden Kurven, die haben es in sich. Und gewissen Ehrgeiz ist natürlich auch dahinter. Man möchte nicht umkehren, oben johlen alle. Und du, jetzt ausgerechnet, jetzt kommt das Lied über den Wolken. Ja, wo es keine hat. Ja, gell? Das ist unglaublich. Und nervös jetzt am Start? Nein, nein. Der 17 als nächstes bereit. Bist du bereit? Ja. 17 starten in 3, 2, 1, go! Vollen Einsatz von Jürg Hess von Bad Ragaz. Fast hätte er es geschafft in seiner Kategorie Holtschi Telemark. Aber ein Schübelbacher hat ihn dann noch kurz abgefangen. Ja, Rang 2 ist ja auch schon wirklich ein hervorragender Rang, oder nicht? Sind die erste Frau am Nachmittag im Start, verpflichtet, gell? Ja, das verpflichtet, genau. Schauen wir mal. Machst du so nichts anderes, oder, als mit so Ski rumfahren? Nein, gar nichts anderes. Das Ganze, wie Hausfrau, immer Zeit zum Üben. Ja, gell? Aber du, die erste Kurve, die ist noch heavy, hä? Jawohl. Wenn du die verwünscht hast und die zweite, dann ist gut. Super, gell? Und dann ist es losgegangen. Ja, eben, Holzschikabelzug-Dame, 12 Rangiers, bei Solhäsli, hast du gesagt, weit abgeschlagen. Die anderen relativ nachzusehen, innerhalb von 20 Sekunden, Barbara Zettel von Bad Ragaz hat dann gewonnen und dann eben die letzte quasi Ladina Jona, die ist noch mit 52 Sekunden eingetroffen. Ja, eben, Plausch ist ja wichtiger als eben gewinnen. Und was mir aufgefallen ist, eine, die sonst immer sehr gut war, ja, die hätte im Distanzlauf müssen Tribut zahlen. Du, was ist das am Fuchsschwanz, den du hast? Ja, natürlich. Was hast du gemeint von der Nachtbühne? Ich habe noch den Zuttel. Ja, hat denkt. Und ja. Ziel bist Fährmann hier mit im Stecken. Natürlich. Eine Gondoliere, meinst du? Ja, genau. Gondoliere, bist du jetzt mit dem Stecker da? Ja. Hohoho. Also nervös, Mut antrunken. Ja. Weißt du, kommt kein Geist rein, kommt kein Geist raus. Ach so. Nur wie apropos Geist, sie haben gesagt, sie kaufen nicht. Ich habe selber nicht probiert, aber ich sicher etwas Geistiges drin gewesen. Nochmal kurz zur Rangliste. 5 Kinder rangiert, dann Holtschi Telemark 4 rangiert, dann Nebenkabelzug Dame Holtschi 12 rangiert, Holtschi Kabelzug Herren 25 rangiert, Kunststoffski Dame 2, Kunststoffski Herren 1. Also ein riesiger Plausch. Und wir sehen auch, die Leute werden angeführt. Also Plausch, das steht im Vordergrund. Vielleicht das auch in Erinnerung an einstige Zeit, wo es vielleicht auch ein bisschen anders zu hergegangen ist als heute. Und du auch, Gondolieri? Ja, nicht so. Ich fahre in der Hocke nur. Fahren. Bist du ein Glarner? Nein, aus dem Markunde. Aber weißt du, wenn man denkt, was heisst das Haschi? Weißt du, was das heisst? Haschi? Nein, muss ich das wissen? Ja, wir fragen uns einfach, heisst es Haschisch oder Haschisch? Nein, ich muss das Türchen drauf fahren, mehr muss ich nicht können. Gut. Und da hat er natürlich recht. In seiner Kategorie hat gewonnen der Erich Baumgartner von Schüberbach. Können Sie sehen, dass es gerade er ist. Denn eben der Jürg Hess ist Zweiter geworden bei Holtschi Telemark. Darum am Baumgartner von Schüberbach Dritter. Und Vierter dann der Birmin Bislin von Pfeifers. Bei den Kindern ist es folgendermaßen ausgegangen. Der Maurus Kohler hat tatsächlich gewonnen. Wir haben jetzt schon gesagt, der ist super von Bad Ragaz. Dann die Hanna Kohler, die Lara
Kühne von Bad Ragaz, Lucius Domen von Bad Ragaz, Fabien Rupp von Bad Ragaz, alle von Bad Ragaz. Ja, ein bisschen komplizierter ist es dann bei den Damen. Da sind es eben dann 11 und dann eben das Pizzolhäsli gsi. Da ist es folgendermaßen ausgegangen: Barbara Zettel, Karin Schmid, Noemi Domen, Caroline Rupp, Martina Kühne, Corina Kohler, Esther Domant, die ist so einmal viel, viel weiter vorne gsi. Delsi Cominceoli, hoppala, so heisst sie, glaube ich, und dann Serena Gaviezel, Susanne Bollmann und Ladina John, die sind also dort gewesen. Etwas würde mich interessieren, du fährst einen Haufen Mal, weißt du, da steht doch drauf Hashi. Also Haschisch heisst es nicht. Was heisst das? Hashi? Ja. Das ist, kennst du die Zuckerli nicht? Haschi-Zuckerli. Die haben einmal, Halter hat einmal gesponsert und dann haben sie die Nummer mitgebracht. Oh, oh, man hat immer gedacht, heisst es Haschisch oder Haschmich oder... Ach so. Nein, Halter Haschisch. Ja, muss die Schwester vom Organisator eigentlich wissen. Und dann ist auf die Piste gegangen, aufgegibt's gar nicht. Es ist ihr Dermal am Morgen gar nicht gut gelaufen, aber eben, das ist eben Sportsgeist. Man gibt nie auf und dann hat sie hier im Riesenslalom gezeigt, dass man mit ihr dann rechnen muss. Und ich möchte wetten, fürs nächste Jahr trainiert sie dann für den Distanzlauf. Aber gell, mit den Recken ist ein Zeuge gekommen, ja, tipptopp. Nein, nicht zügig, weil man Hosen darunter anlegen kann. Ah, so, ja. Fährst du etwa mal noch? Also bist du jetzt das dritte Mal. Das dritte Mal schon, hä? Ja. Ja. Die erste Kurve, das ist so ein Stolperstein. Das ist tricky, ja, genau. Mal schauen. Wenn man die erste Kurve geschafft hat, geht es von alleine. 2, 1, go! Und dann ist es losgegangen, die erste Kurve geschafft, und es war super. Und ja, mental ist eben auch falsch wichtig. Die zweite Kurve drückt nämlich Kopf vergessen. Und was auch Kopf vergessen drückt, das könnt ihr euch nicht vorstellen, um hier wieder aufstehen, wenn man die Ski anhat. Also eben wie gesagt, da rutschst du ja nicht raus, sondern bleibst in diesen Ski drin hocken. Aber die Leute haben das wirklich alle geschafft. Also da braucht es eine gewisse Fitness. Das merkt man dann erst, wenn man mal wirklich auf diesen Klettern steht. Wie ist es gelaufen? Sensationell! Ja, und jetzt? Machst du mal den Lauf und jetzt gehst du saufen? Nein, jetzt gehen wir noch 2-3 Mal gefahren. So schön Wetter ist. Aha. Ja, ja. Ja, jetzt gehst du mal ganz zu. Lauf beide. Natürlich. Hoi, 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 ja, hoi. Ja, das muss jetzt sein. Ein schönes Wetter zu lieben. Wir gehen noch Skifahren, nicht Ski saufen. Ein wunderbarer Tag, super Verhältnis am Pizzoldorf bei Diel und natürlich überall Ende März noch super Schnee. Sie hat hier doch grossen Respekt vor dem Riesenslalom und hat dann aber das gezeigt, dass es doch ganz gut geht. Also ich war überhaupt erstaunt, wie die das hier auf die Piste gekriegt haben. Und natürlich hat man mir auch gesagt, die Beanspruchung von der Muskeln sei einfach ein kleines bisschen eine andere als eben mit dem modernen Material. Aber eben, natürlich die Erfahrung selber mal machen, die Möglichkeit, die hat jeder. Man kann sich hier anmelden 2019 eben für das Blauschrennen Nostalgie. Weißt du, Simi, meine Frage, wie läuft das mit diesen Schnäpschen? Weißt du, der eine gibt dir ein Schnäpschen, der andere kein. Das Kurvenöl. Das ist auf freiwilliger Basis. Das Kurvenöl. Aha, mit du dem möchtest das nicht, hä? Ich habe schon. Möchtest du das tun? Nein. Sie sind schon getrunken, das Fläschchen ist leer. Schon rein? Ja, sicher. Oh, oh, oh. Einmal feist, auch die Frauen hätte jetzt nicht gedacht, aber natürlich, Männer wahrscheinlich genau das Gleiche, oder dies und jenes Kufenöl schon vorher ein kleines bisschen genossen. Ja, gehen wir vielleicht einmal zur Rangliste vom Kabelzug Holzski her. Da hat gewonnen der Anton Koller, Fettis vor dem Manfred Pfiffner von Wangs, vor dem Patrick Thommen von Lintal, vor dem Roland Thommen von Wangs, Hannes Rupp von Lenz, John Luzzi Gaviesel Bad Ragaz, dann Andreas Thoman Bad Ragaz, dann Martin Eicher von Liechtenstein, Elias Domen von Bad Ragaz, Matthias Hanselmann von Bad Ragaz und die alle innerhalb von der gleichen 3 Sekunden. Einerseits also Applaus, andererseits, das merkt man schon auch, einen gewissen Ehrgeiz, sonst wären ja nicht so kurze Abstände da. Ja, einmal gewinnt der eine oder andere in all den Jahren. Es ist unterschiedlich. Am Schluss sitzt man friedlich zusammen. Das ist Nostalgie pur.